Okay. So, hallo, hier ist euer One bzw. Marcel von PocketPC.ch und wir sind immer noch am Huawei-Stand und haben diesmal das Ascend G7, also das Ascend G7 in der Hand. Es ist mehr Richtung Mittelklasse angesiedelt, was die ganzen Specs betrifft, hat allerdings eine kleine Überraschung an Bord. Und zwar ist hier drin ein Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core verbaut. Der Snapdragon 410 ist auch in der Lage, 64-Bit-Applikationen auszuführen. Also wir haben es mit einem 64-Bit-Prozessor zu tun. Das finden wir mal doch durchaus interessant. Das Gerät an sich hat ein 5,5 Zoll Display, also sehr groß an sich und löst allerdings nur in 720p auf. Als Batterie kommt eine relativ starke 3000 mAh Batterie zum Einsatz und das Design gefällt uns mal wieder relativ gut. Es ist wieder viel mit Aluminium gearbeitet worden, also wir haben hier eine sehr schöne Aluminiumrückseite. Es fühlt sich auch sehr gut an. Es ist dadurch auch relativ kalt. Im Moment ist das Gerät aber auch recht warm, weil es hier die ganze Zeit steht und das Display an ist. Das heißt, es heizt sich dann doch ein wenig auf, aber wenn das Gerät dann mal ausgeschaltet ist und für 2 Minuten liegt, dann kühlt es auch einigermaßen ab. Zumindest hoffen wir das an der Stelle. Wir haben hinten noch eine 13-Megapixel-Kamera verbaut und die soll sogar recht ordentliche Fotos schießen. Vorne ist eine, da muss ich jetzt nochmal kurz aufs Datenblatt gucken, sorry. Und zwar eine 5-Megapixel, also es ist laut Datenblatt dieselbe 5-Megapixel-Kamera wie auch am Ascend G7, was für sehr, sehr schöne Selfie-Fotos dienen soll. Wir hoffen hier an dieser Stelle auf ein Testgerät und ja, das war's von Marcel auf der IFA 2014 am Huawei.